بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا حلالا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen heute weitermachen, inshallah ta'ala, in unserer schönen Reihe über den Tafsir, momentan noch Juz Tabarak, den zweiten Juz von hinten gesehen und mit der ersten Sura dort, eigentlich letzte Sura dort, und zwar Sura Al-Mursalat, der Sura Nummer 77. Wir machen eine kurze Wiederholung mit Fragen, inshallah ta'ala, um dann zu beginnen mit dem heutigen Teil. Zunächst also einmal die erste Frage. Wie viele Ayat hat Surah Al-Mursalat? Ohne zu gucken. Okay, mit gucken. 50 Ayat. Da sind sich auch die Gelehrten einig. Gut. Surah Al-Mursalat. Eine mekkanische oder eine medinensische Surah? Könnt euch melden, inshallah. Eine mekkanische oder eine medinensische Surah? Mekkanische. Eine mekkanische Surah, richtig. Das heißt, sie wurde in Mekka offenbart. Noch vor der Hijra unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gut. Was ist gemeint mit dem Schwur am Anfang? وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفَ Bei den Entsandten, die wie eine Mähne aufeinander folgen, den einen Sturm entfesseln. Was ist damit gemeint? Wer ist damit gemeint? Bei wem schreit Allah subhanahu wa ta'ala? Ich muss dann dürfen wir auch mitmachen. Hamid. Das ist eine Meinung. Aber die Hauptmeinung ist die Winde, genau. Allah Ta'ala erscheint bei den Winden. Absolut richtig. Ja. Was ist gemeint mit وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا Und den Ausbreitenden, den Klartrennenden, den Ermahnung überbringenden, zur Pflichterfüllung oder zur Warnung. Wer ist damit gemeint? Bei wem schreit Allah Ta'ala? Ja, das weißt du, sich einfach melden, inshallah. Das sind die Engel jetzt, genau richtig. Ja, das sind jetzt die Engel. Gut, sehr, sehr schön. Kann mir jemand vielleicht nochmal erklären, was ist damit gemeint? فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَ Die klar Trennenden. Was machen denn die Engel? Was trennen sie denn? Was trennen sie? Da hinten so, ich brauche ein Fernglas. Ja, was trennen sie? Sie trennen zwischen der Wahrheit und der Unwahrheit. Durch die Offenbarung zeigen sie auf, was richtig ist und was falsch ist. Sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir weitere Ayat gehört. Ja. إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعَ Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen. Wer wird denn hier angesprochen? Wen sprechen diese Ayat an? Wer sind die sogenannten مُخَاطَبُونَ, die hier angesprochen werden? إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعَ Gewiss, was euch versprochen wird, wird sicher hereinbrechen. An wen sind diese Worte gerichtet? Dann ratet, wenn ihr es nicht genau wisst. Genau, Quraysh. Allah Ta'ala erwarnt die Quraysh. Und wir haben ja aufgezeigt gehabt, dass es in dieser Sura um was geht? Um die Quraysh, dass sie gewarnt werden sollen. Und deswegen, ja, das, was euch versprochen wurde, wird sicher hereinbrechen. Und jetzt geht es los. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ Wenn dann die Sterne ausgelöscht werden. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ Und wenn der Himmel gespalten wird. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ Und wenn die Berge zersprengt werden. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ Und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ Auf welchen Tag ist ihre Frist festgelegt worden? لِيَوْمِ الْفَصْلِ Auf den Tag der Entscheidung.
وما أدراك ما يوم الفصل. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Entscheidung ist? Allah subhanahu wa ta'ala, er warnt hier die Quraysh vor genau diesem Tag, an dem die Menschen getrennt werden, voneinander, entschieden wird, ob es in das Paradies gehen wird oder ob es in die Hölle gehen wird. Yawmul Fasl, der Tag des Trennens. Fasl heißt trennen, wo die Weizen von der Spreu getrennt wird, wo die Ahlun Nar von der Ahlul Jannah getrennt werden, die Höllenbewohner von den Paradiesbewohnern, wo die Guten Al-Tayyibun von den Schlechten Al-Khabithun getrennt werden. Das ist Yawm al-Fasl. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt hier genau vier Dinge, ja, wir haben auch darüber ausführlich gesprochen gehabt, ja, Dinge, die eigentlich den Menschen in der Dunya Nutzen gebracht haben, aber die jetzt an diesem Tag keinen Nutzen mehr bringen können, weil sie nicht mehr vorhanden sind. Die Sterne, Orientierung, ihr Licht erlischt. Der Himmel, Schutz, plötzlich lauter Lücken im Himmel, er wird regelrecht aufgerissen. Die Berge, Stabilität, sie explodieren. Sie sind nicht mehr vorhanden, werden zu Staub. Und jetzt an diesem Tag her kommen die Propheten, welche eigentlich den Menschen Orientierung gegeben haben, aber welche abgelehnt wurden. Der Tag, wo die Propheten gegen ihre eigenen Völker bezeugen werden und aufzeigen werden, wir haben unsere Aufgabe erfüllt, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Und dann kommt die Abrechnung und die Entscheidung. Und Allah subhanahu wa ta'ala erschließt jetzt diese Einleitung, diese gewaltige Einleitung mit einem Schwur. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, diese kurzen Ayat, als wir über die mekkanischen Ayat gesprochen haben. Allah subhanahu wa ta'ala erschließt jetzt diese Einleitung, diese gewaltige Einleitung, schließt er ab mit einer Warnung. Und diese Warnung kommt in dieser Sure insgesamt 10-mal vor. Diese Ayah kommt 10-mal vor in der Sure. Und zwar, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. وَيْل. Eine Warnung. Wehe. Manche Gelehrte haben gesagt, mit وَيْل ist ein Tal in der Hölle gemeint. Aber es ist ein sprachlicher Ausdruck, dem Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen warnen möchte. Vor einer gewaltigen Strafe, vor einem schlimmen Ausgang. Und Allah sagt, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. So, وَيْل kommt immer wieder vor im Koran. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt diese Ayah 10-mal. Und er spricht hier von dem Mukadhibin. Mukadhibin kommt von dem Wort Kadhaba. Und Kadhaba bedeutet was? Lügen. Und Takdhib ist eine gesteigerte Form der Lüge. Ist der zweite Stamm in der arabischen Sprache. Es gibt ja diese 10 Grundstämme. Ja? Und es ist von Fa'ala. Und Fa'ala ist nochmal eine Steigerungsform. Also ein Mukadhib ist nicht einfach jemand, der hin und wieder mal lügt, sondern ein Mukadhib ist jemand, der grundsätzlich alles verleugnet, was der Wahrheit entspricht. Also dies bewusst tut, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn der Koran über Kafirun, über Mukadhibun spricht, dann meint er damit immer Menschen, die das auch wirklich bewusst tun. Und das ist eine Warnung an all diejenigen, welche bewusst die Wahrheit überdecken und verleugnen. Weil Kufr kommt von Überdecken einer Sache. Kafara, also Satara. Ich überdecke die Wahrheit. Das ist im ursprünglichen Sinn ein Kafir. Jemand, der die Wahrheit umhüllt und überdeckt. So als würde er sie nicht erkennen, als würde er sie nicht sehen. Und ein Mukadhib ist jemand, der die Wahrheit kennt, sie aber verleugnet. Und genau an diese Menschen richtet sich Allah subhanahu wa ta'ala. Welche ganz bewusst die Wahrheit, welche zu ihnen gelangt ist, ablehnen und verleugnen. Und davor muss ich mich als Mensch in Acht nehmen. Dass ich, wenn ich weiß, dass etwas falsch ist, und mir sogar Leute sagen, das ist falsch, trotzdem darauf beharre. Das ist das Gefährlichste, was mir überhaupt passieren kann.
weil dann habe ich keine Entschuldigung mehr. Jemand, der kein Muslim ist, weil er sich nie wirklich mit dem Islam beschäftigt hat oder weil die Botschaft nicht wirklich zu ihm gekommen ist. Das ist jemand, der am jüngsten Tag vielleicht eine Ausrede haben kann, weil Allah Ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Und wir werden nicht eher bestrafen, bis wir nicht einen. Also bis die Wahrheit zu einer Person gekommen ist. Und deswegen, es kann sein, dass Menschen vielleicht vom Islam gehört haben, aber nur falsch von Islam gehört haben. Und sich nie wirklich mit ihm auseinandersetzen konnten, aus welchem Grund auch immer. Kann sein, dass Allah Ta'ala sie am jüngsten Tag entschuldigen wird. Und Allah weiß es am besten. Und am Ende Allah Ghafur Rahim, er wird niemanden zu Unrecht bestrafen. Aber jemand, der die Wahrheit kennt und erkannt hat, und sie dann aber verleugnet, obwohl er sie erkannt hat, der ist mit diesen Ayat gemeint. Und genau an diese Menschen sind diese Ayat gerichtet. Für mich, ganz persönlich, auch wenn wir, Alhamdulillah, wir sind alle Muslime, aber es gibt auch Muslime, welche nicht bereit sind, manchmal die Wahrheit zu akzeptieren. Wenn sie etwas machen, was eindeutig falsch ist, und dann kommen Leute zu ihnen und sagen, das ist falsch, du machst einen Fehler, Bruder. Sogar auf eine höfliche Art und Weise. Plötzlich stolz sagt, wer bist du? Du kannst mir nicht sagen, fürchte Allah, guck doch mal deine eigenen Sünden an. Er ist nicht bereit, das zu erkennen. Vor solch einer Einstellung musst du dich in Acht nehmen. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt? Er sagte, ad-din an-nasiha. Die Religion ist der aufrichtige Ratschlag. Wir brauchen das. Dass wir uns immer wieder gegenseitig aufklären und keiner von uns ist ma'sum, fehlerfrei, dass er keine Fehler begeht. Wichtig ist aber, dass ich versuche, meine Fehler einzugestehen, um mich zu verbessern. Und wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich das nicht verleugne, dass es ein Fehler gewesen war und hochmütig werde und sage, wer bist du, dass du mir sagst, dass ich einen Fehler mache? Sondern, dass ich einfach mal in mich kehre und vielleicht mein Verhalten oder mein Handeln überdenke und versuche, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Und jetzt fängt an Allah subhanahu wa ta'ala in den nächsten jetzt Abschnitten an, zunächst erst einmal den Quraysh verschiedene Argumente zu liefern. Unterschiedliche Argumente. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden es jetzt sehen. Jeder Abschnitt, der kommt und der dann wieder getrennt wird von Waylun yawma idhin lil mukadhibin, wehe an jenem Tage den Verleugnern oder den Leugnern, ist eine Art der Argumentation. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Da'wah machen möchte, kann ich nicht immer nur dieselbe Methode wählen. Sondern ich muss immer wieder versuchen, unterschiedliche Methoden zu wählen. Weil es kann sein, dass ich mit der einen Methode einen Menschen erlange oder erreiche, mit der anderen Methode aber sozusagen mit einer anderen Methode aber nicht. Aber mit dieser anderen Methode kann ich vielleicht jemand anderen erreichen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass ich versuche, wirklich unterschiedliche Arten und Weisen von Methoden in der Da'wah zu verwenden, damit ich auch wirklich alle Menschen erreichen kann. Und genau das tut der Koran immer wieder. Es gibt manche Menschen, die brauchen wissenschaftliche Beweise. Dann versuche ich, ihnen vielleicht Videos zu schicken, in denen auf die wissenschaftlichen Wunderaspekt des Korans eingegangen wird. Es gibt Leute, die sowas überhaupt nicht überzeugt. Die brauchen eher eine schöne Ermahnung. Denen gebe ich diese schöne Ermahnung. Wiederum andere brauchen eine sehr, sehr direkte Ansage. Also sie brauchen gleich sozusagen eine Ohrfeige ins Gesicht, damit sie aufwachen. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Methoden. Und genau das tut auch der Koran. Er versucht, diese unterschiedlichen Methoden zu verwenden, um somit auch wirklich jeden Menschen in seiner Art und Weise erreichen zu können. Was sagt Allah Ta'ala über die Da'wah und die Art und Weise, wie ich Da'wah machen soll? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Und wie haben die Gelehrten Hikmah definiert? Wad'u shay'i fi makanihi sahih. Dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle tue. Ich kann nicht für jeden Menschen die gleiche Methode wählen. Das funktioniert nicht. Genauso wenig, wie ich für jede Tür den gleichen Schlüssel benutzen kann. Und für jedes Schloss den gleichen Schlüssel. Das funktioniert nicht. Ich habe einen Schlüssel, aber der passt nur wirklich in eine Tür. In ein Schloss. Der passt nicht in jedes Schloss. Und genauso auch sind die Menschen. Jeder Mensch hat ein Schloss in seinem Herzen. Und ich muss versuchen, den richtigen Schlüssel für dieses Schloss zu finden.
den passenden Schlüssel. Und das ist die Hikmah der Trauer, die ich anwenden muss. Und das tut Allah hier, indem er verschiedene Argumentationen verwendet, um den Quraysh die Augen zu öffnen. Alam nuhlikil awwalin, thumma nutbi'uhumul akhirin, kathalika naf'alu bin mujrimin, waylu yawma izin bil mukazibin. Die Ayat 15 bis 18 dieser Surah. Allah Ta'ala, er sagt Folgendes. Haben wir nicht die Früheren vernichtet? Hierauf lassen wir ihnen die Späteren folgen. So verfahren wir mit den Übeltätern, wehe an jenem Tag den Leugnern. Gut. Meine Frage an euch ist, welche Methodik und welches sozusagen Argument verwendet Allah Ta'ala hier in diesem Abschnitt, um die Quraysh zu erreichen? Wie versucht er sie zu erreichen? Durch ein historisches Argument. Dass sie einfach mal in die Vergangenheit schauen sollen. In die Geschichte. Haben wir nicht die Früheren vernichtet? Die Quraysh wussten das. Sie kannten auch die Geschichte. So wurde auch überliefert. Sie hatten sogar eine Geschichte gehabt, welche einige von ihnen sogar noch erlebt hatten. Nämlich die Geschichte von Abraha und den Elefanten und deren Versuch, die Kaaba zu zerstören. Einige haben das selbst erlebt. Und sie haben selbst gesehen, wie Allah Ta'ala diese Menschen vernichtet hat, die versucht hatten, Unrecht zu tun. Und sie kannten die Geschichten der früheren Propheten. Sie kannten die Geschichte der Thamud. Das ist ein arabisches Volk gewesen. Sie kannten die Geschichte der Ad. Und sie kannten auch die Propheten Salih und Hud. Und sie wussten, was geschehen war. Und das ist sehr interessant. Diese beiden Geschichten, die finden wir nicht im Alten Testament. Sondern die finden wir nur im Koran. Weil die Araber sie kannten. Der Koran, er verwendet Geschichten, die den Menschen bekannt gewesen waren. Warum hat der Koran beispielsweise keine Geschichten von indianischen Propheten? Oder den Propheten bei den Eskimos? Allah Ta'ala, er sagt, وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٍ. Es gibt keine Umma, in der nicht ein Warner gewesen ist. Es gab kein Volk, was nicht einen Propheten hatte. Warum erwähnt der Koran nur Geschichten, ja, der Banu Israel und der arabischen Stämme? Der Grund ist, was bringt es, über irgendwelche Namen zu reden, die niemandem bekannt sind? Wenn ich den Kontext nicht kenne einer Geschichte, dann verstehe ich auch überhaupt nicht, worum es geht. Und dann werde ich daraus auch nicht meine Lehren ziehen können. Es fehlt die Pointe. Es ist genauso wie ein Witz. Wenn ich mir einen chinesischen Witz anhören würde, würde ich wahrscheinlich gar nichts verstehen. Wenn ich mir die chinesische Heute-Show anschauen würde, ja, und ich kenne überhaupt nicht die chinesische Kultur, Geschichte, ja, die ich gucke keine chinesischen Nachrichten, wenn es mit Untertiteln sein wird, ich würde nie lachen. Der Chinese würde wahrscheinlich die ganze Zeit lachen, ich würde nicht einmal lachen. Warum? Weil ich überhaupt nicht verstehe, um was es geht. Aber wenn ich die deutsche Heute-Show gucke, dann lache ich. Warum? Weil ich kenne die Nachrichten, ich kenne die deutsche Kultur, ich weiß, wie die Deutschen denken, ja, und verstehe also den Zusammenhang. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Koran, er erwähnt also Geschichten, welche die Menschen verstehen können, mit denen sie irgendetwas auch zu tun haben. Und hierauf nimmt der Koran Bezug auf die Geschichte. Die Geschichte ist unglaublich wichtig. Als Mensch und als Muslim sollte ich mich sehr, sehr intensiv mit der Geschichte beschäftigen, weil ich nämlich aus der Geschichte sehr, sehr viele Lehren ziehen kann. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt an verschiedenen Stellen, ja, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. In ihren Geschichten befinden sich Lehren für Menschen, die einen Verstand haben. Es ist nicht einfach eine Geschichte, die ausgedacht wurde, erfunden wurde, ersonnen wurde, fingiert wurde, sondern es ist eine Bestätigung dessen, was vorher gewesen ist. Jemand, der sich intensiv mit der Geschichte beschäftigt, ja, der wird daraus auch wirklich Lehren ziehen können. Und genau das tut Allah Ta'ala. Er will ihnen die Augen öffnen. Er sagt, guckt doch mal, was mit denjenigen geschehen ist, die vor euch waren. Habt ihr das vergessen? Ihr erzählt euch doch immer wieder diese Geschichten. Profitiert ihr von diesen Geschichten nicht?
Und dann wird es noch deutlicher. Haben wir nicht die Früheren vernichtet? Und jetzt, ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. Hierauf lassen wir ihnen die späteren Folgen. Also das, was ihnen geschehen ist, kann auch euch geschehen. Und das muss ich verstehen. Was bedeutet das für mich ganz persönlich, auf persönlicher Ebene? Wenn ich sehe, dass Menschen vor mir Fehler gemacht haben, dann sollte ich nicht so dumm sein und denselben Fehler machen wie die anderen Menschen, sondern ich sollte aus ihren Fehlern lernen. Aber das machen leider sehr wenige Menschen. Die meisten Menschen sagen, ich will es selbst ausprobieren. Aber du hast doch selbst gesehen, ja, dass das in einer Sackgasse endet, dass das in einer Katastrophe endet. Warum machst du es? Ja, lass mich. Ich weiß es besser. Und sie machen denselben Fehler. Subhanallah. Ja? Leute, die Glücksspiele spielen. Als Beispiel. Sie denken, sie sind die Ausnahme, die es zur Million schaffen. Dabei gibt es so viele Berichte von Leuten, die alles verloren haben. Obwohl sie vielleicht mal sogar eine Million gewonnen haben, sind sie dann wieder verloren. Aber sie lernen nicht daraus. Sie denken, ich schaffe das. Lern doch aus den Fehlern der anderen. Leute, die Alkohol trinken, weil sie Probleme haben. Sie denken, der Alkohol kann meine Probleme beseitigen. Und sie sehen doch all die Menschen, von denen berichtet wird in den Zeitungen etc. und vielleicht aus ihrem Familienkreis und Bekanntenkreis, dass der Alkohol nie eine Lösung ist. Und trotzdem machen sie das. Und so weiter und so fort. Versuche, von den Fehlern der anderen zu lernen. Und mach nicht dieselben Fehler. كَذَلِكَ نَفَعَلُوا بِالْمُجْرِمِينَ. So verfahren wir mit den Übeltätern. Allah, das ist so eine wichtige Ayah. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, es gibt in diesem Universum Sunnen. Gesetzmäßigkeiten, die gelten für alle Menschen. Ohne Ausnahme. Ganz, ist völlig egal, ob sie vor 10.000 Jahren gelebt haben oder ob sie heute leben. Diese Sunnen gelten für alle Menschen. Und das will uns Allah Ta'ala zeigen. Und das zeigt ja auch den Quraysh. Schaut mal, wenn ihr genauso handelt, wie es die Völker vor euch getan haben, dann wird euch genau dasselbe passieren. Nur weil ihr Quraysh seid, wird keine Ausnahme mit euch gemacht. Nur weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter euch weilt, wird keine Ausnahme gemacht. Und das ist eine Antwort auf viele Fragen, die wir heutzutage haben. Warum ist die Umma des Islam so schwach? Warum passiert das mit den Muslimen? Warum sind die Muslime rückständig? Ganz einfach, in der Sunnen. Es sind diese Gesetzmäßigkeiten. Allah macht keine Ausnahme bei den Muslimen, nur weil sie Muslime sind. Allah Ta'ala, er hat uns die Geschichte der Banu Israel immer wieder in den unterschiedlichsten Suren erzählt. Warum hat er das getan? Hat er das getan, damit wir über sie lachen? Ah, guck mal, wie die Christen und Juden gewesen sind. Ja, was sie gemacht haben. Damit sie es verfluchen? Nein. Er hat das gemacht, damit wir nicht dieselben Fehler machen. Damit wir nicht genau denselben Weg gehen, wie sie es tun. Aber leider, auch wir Muslime haben nicht daraus gelernt. Und deswegen tragen wir auch dieselben Konsequenzen, wie die Ummen, die vor uns gelebt haben. Kein Unterschied. Es gibt Sunnen. Innaha Sunnen. Sind diese Gesetzmäßigkeiten des Universums, die sich nie ändern werden. Bei keinem Menschen, egal ob er Muslim ist, ob er nicht Muslim ist, ja selbst wenn er ein Prophet ist, diese Sunnen machen keinen Unterschied. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Also, was ist das erste Argument? Ein historisches Argument. Macht eure Augen auf, guckt euch einfach die Geschichte an, die ihr selbst überliefert und tradiert habt in euren Gedichten. Und versucht einfach, daraus zu lernen. Und versteht, das, was ihnen geschehen ist, kann auch euch geschehen. Es gibt keinen Unterschied. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Verse 19 bis 23. Allah Ta'ala, er kommt jetzt mit einem ganz anderen Argument. أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Haben wir euch nicht aus verächtlichem Wasser erschaffen? فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Dass wir dann in einem festen Aufenthaltsort haben sein lassen. إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ. Bis zu einem bekannten Zeitpunkt. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. So haben wir bemessen, welch trefflicher Bemesser sind wir. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Allahu Akbar. Eine ganz andere Argumentation. Aber was ich interessant finde bei diesem Ayat ist, und das finden wir in dieser gesamten Sura, und das finden wir in jeder Sura, immer wieder wird Bezug genommen auf den Anfang der Sura. Am Anfang haben wir gesehen, wie Allah Ta'ala über den jüngsten Tag spricht. Und dass alles, was den Menschen Orientierung und Sicherheit gegeben hat,
plötzlich weg ist. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über den Schöpfungsprozess des Menschen. Zeig den Menschen auf, mach mal deine Augen auf. Wer bist du eigentlich, dass du die Wahrheit verleugnest? Du wurdest erschaffen aus einem verächtlichen Wasser. Aus Sperma. Verächtliches Wasser. Was niemand irgendwie aufbewahren würde. Was man wegwäscht. Vor dem man sich ekelt. Haben wir euch nicht aus verächtlichem Wasser erschaffen? Also denkt man darüber nach, wer ihr seid. Und jetzt guck mal. Und trotzdem, obwohl es dieses verächtliche Wasser ist, haben wir euch Sicherheit gegeben. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Dass wir da in einem festen Aufenthaltsort haben sein lassen. In der Gebärmutter. Subhanallah. Wo dann der Embryo heranwachsen kann an einem sicheren Ort. Es gibt kaum einen sichereren Ort, ja, als diesen Ort. Ja, im Bauch deiner Mutter, subhanallah. Wo du alles hast, was du brauchst. Und völlig unabhängig bist du, subhanallah. Brauchst du deine Mutter? Du brauchst keinen Laden, keine Shops, nichts. Du bekommst alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Qarar makin. Und wenn man einen Embryo fragen würde, wenn er reden könnte und verstehen könnte, dann würde er sagen, ich will hier niemals raus. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass es irgendetwas gibt, was besser sein könnte als dieser Ort. Dieser dunkle Ort, der feucht ist, wo ich in einer Fruchtblase bin, wo mir alles gegeben wird, was ich brauche. Ich werde überall mitgetragen. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen um nichts. Es ist ein sicherer Ort. Aber subhanallah, auch diesen sicheren Ort muss ich eines Tages verlassen. Genauso wie der Mensch diese Dunja verlassen wird, die zerstört werden wird. Wir fühlen uns hier sicher, wir denken, das ist alles. Wir werden hier ewig bleiben. Darul Qarar, das ist der Ort, an dem wir bleiben werden. Aber das ist nicht so. Wir werden auch diesen Ort verlassen. Und auch er wird zerstört werden, wie die Fruchtblase zerstört werden wird. Es wird alles plötzlich vorüber sein. In einem Moment, wo ich es gar nicht erwarte, ich bin mir sicher, dass ein Embryo, der sich im Bauch seiner Mutter befindet, sich gar nicht vorstellen kann, was jetzt passiert. Ja, plötzlich, ja, fängt es an zu wackeln, plötzlich beginnt die Geburt, die Wehen beginnen. Ja, ein schwieriger Prozess. Und plötzlich ist dieser Mensch in einer anderen Dimension, an einem anderen Ort. Und auch hier denkt er, hier werde ich ewig bleiben. Es wird niemals kaputt gehen. Aber subhanallah, es wird auch enden. Deswegen sagt Allah Ta'ala, ila qadari ma'lum. Bis zu einem bekannten Zeitpunkt, wenn diese Welt endet. Wenn die Geburt beginnt, entschuldigt, Afwan. Wenn die Geburt beginnt, ila qadari ma'lum. Ajal musamma. Genau wie diese Geburt werden wir auch eine weitere Geburt durchmachen. Und zwar, indem wir durch unseren Tod diese Dunya verlassen werden und in den Barzakh gehen werden. Ila qadarin ma'lum. Bis zu einem ganz konkreten Zeitpunkt, den Allah subhanahu wa ta'ala für uns festgelegt hat. Faqadarna fa ni'mal qadirun. So haben wir bemessen. Oder wir sind dazu mächtig gewesen. Kannst du so oder so übersetzen. In einer anderen Lesart heißt faqadarna. Von Taqdir. Faqadarna. Kommt von was? Von Macht haben. Wir haben die Macht dazu. فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. Und welch trefflicher Bemesser sind wir oder welch treffliche Machthaber sind wir? Welch treffliche Machthaber sind wir? Von Qadir. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat auch diese Dunya für uns bemessen. Und er will den Quraysh die Augen öffnen. Ihr glaubt, das ist alles? Ihr glaubt, das ist alles? Ihr glaubt, das wird kein Ende haben? Ihr glaubt, es wird kein Leben nach dem Tod geben? Allah Ta'ala, er zeigt ihn auf, das habt ihr schon einmal gedacht, als ihr in den Bäuchen eurer Mütter gewesen wart. Und denkt doch mal darüber nach, wie schwach ihr eigentlich seid. Und ihr glaubt, dass ihr wirklich als Menschen euch über den Schöpfer stellen könnt? Schau mal, der Mensch ist unglaublich schwach, subhanallah. Allah Ta'ala zeigt das hier sehr, sehr schön auf. Das ist ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Methodik in der Da'wah, die Menschen aufzuzeigen, ja, wer sind wir eigentlich? Was glauben wir eigentlich, dass wir uns über dieses, dass wir glauben, wir wären etwas Besonderes in diesem Universum? Wir leben hier auf dieser Welt, ja? Wir haben uns die Welt zu eigen gemacht, das ist richtig. Aber es braucht nur ein Erdbeben zu kommen und alles ist zerstört. Eine kleine Überschwemmung, wir haben das gesehen in Deutschland, einem fortschrittlichen Land, alles ist weg.
Einige Brände, alles wird verbrannt. Das ist nur eine Vorkost von dem, was kommen wird, wenn der jüngste Tag beginnen wird. Die Menschen können jetzt schon nichts machen mit all dem Fortschritt bei einem kleinen Erdbeben, bei einer kleinen Überschwemmung. Wie wird es dann sein, wenn der Himmel sich spalten wird? Wie schwach bist du doch als Mensch? Warum stellst du dich denn über deinen Schöpfer und glaubst, du wärst etwas Besonderes? Diese Welt, diese Erde, auf der wir leben, wie klein und winzig ist sie doch im Vergleich zum gesamten Universum. Und deswegen Allah verlangt von uns immer wieder auch in den Himmel zu schauen, damit uns klar wird, wie klein wir eigentlich sind. Und dann tun wir so, als würden wir alles wissen und verleugnen unseren Schöpfer, obwohl er so klar und deutlich ist wie die Sonne am Himmel. Und dass nur jemand, der blind ist, ihn verleugnet, subhanallah. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns das jetzt aufgezeigt hat, dass diese Welt vergänglich ist und dass auch diese Dunya enden wird, genauso wie eine Schwangerschaft irgendwann einmal endet. Und dass der Mensch eigentlich schwach ist, khuliqal insanu da'ifa, und nicht überheblich sein sollte, kommt jetzt wieder, wailu yawma idhin lil mukaththibin, wehe an jenem Tag den Leugnern. Habt ihr immer noch nicht verstanden? Reicht euch dieses Argument auch nicht? Dann kommen wir zum nächsten Argument. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata waylun yawma idhin lil mukaththibin. Haben wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht für die Lebenden und die Toten und auf ihr festgegründete, hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu trinken gegeben? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Jetzt kommt ein weiteres Argument. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt den Menschen all die Gnaden auf, mit denen er ihn überhäuft hat. Und wenn ihr die Gnaden Allahs zählen wolltet, ihr könntet sie nicht erfassen, das ist unmöglich. Und Allah Ta'ala gibt uns nur einige Ausschnitte, ganz wenige Ausschnitte. Und wieder, sehr interessant. Diese Gnaden, die Allah erwähnt, sind verbunden mit dem Anfang der Sura, wo Allah Ta'ala über die Erde spricht. Ja, und uns aufzeigt, ja, dass die Berge, ja, über die Allah Ta'ala hier spricht, ja, plötzlich explodieren werden. Diese Gnade, die Allah Ta'ala uns gegeben hat, sie ist plötzlich nicht mehr da. Und Allah Ta'ala, er sagt, haben wir nicht die Erde zu einem Ort der Aufbewahrung gemacht? Kifata. Was heißt Kifata? Wisst, was Kufte ist, oder? Kufte kennt jeder von euch, ja? Ja? Kufte kommt von diesem Knet, ja? Dass ich etwas zusammendrücke. Ja? Und genau das ist es auch, dieses Kifata. Kifata heißt nichts anderes als was? Etwas sozusagen zusammentun, sodass ich daran auch vielleicht etwas aufbewahren kann. Also, wir haben es hier mit Aufbewahrung übersetzt, ja? Aber grundsätzlich ist etwas sozusagen, wo ich etwas zusammendrücke. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, die Erde ist der Ort, auf dem ihr leben könnt. Über der Erde und unter der Erde. Als Lebendige und als Tote. Das ist euer Aufenthaltsort, den Allah Subhanahu wa Ta'ala für euch zur Verfügung gestellt hat. Nicht selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Allah Ta'ala, er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Heimat haben. Und dass wir sogar dann nach unserem Tod immer noch die Möglichkeit haben, oder wenn Menschen, die wir lieben, sterben, immer noch die Möglichkeit haben, uns zu ihnen zu begeben. An ihrem Grab Dua zu machen, sie zu besuchen. Und dann kommen weitere Gnaden, die Allah Ta'ala erwähnt hat. Und auf ihr festgegründete, hoch aufragende Berge gemacht und euch frisches Wasser zu trinken gegeben. Warum verbindet Allah Ta'ala hier die Berge mit Wasser? Weil häufig die Quellen des Wassers in den Bergen liegen. Und Allah Ta'ala zeigt auf, die Berge sind nicht nur dazu da, um die Erde zu stabilisieren, sondern sie sind auch die Orte, von denen aus Quellen ausgehen, die euch wiederum Wasser geben, was ihr zu eurem Leben benötigt. Also Allah Ta'ala eröffnet uns die Augen. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber alles andere als selbstverständlich sind. Und das ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für uns persönlich, es ist nicht nur an die Quraysh gerichtet, es ist auch an uns gerichtet. Immer dann, wenn du das Gefühl hast,
mir geht's nicht gut. Ich habe das Gefühl, alles ist gegen mich gerichtet. Allen anderen geht es gut, nur mir geht es nicht gut. Ich verdiene nicht so viel Geld etc. Ich bin vielleicht ein bisschen krank geworden. Dann denk erst einmal an all die Gnaden, mit denen Allah dich überhäuft hat, damit du nicht undankbar wirst. Viele Menschen sehen nicht die Gnaden vor lauter Gnaden. Das ist genauso, wie ich in einem Wald bin. Ihr kennt dieses Sprichwort, ich sehe keine Bäume vor lauter Wald mehr. Kein Wald mehr vor lauter Wald. Sagt man das nicht so? Irgendwie so. Ja? Was? Kein Wald, ja, genau so hat was. Ja? Okay, gut. Ich weiß nicht, Redewendungen, ja? Ja? Sehe ich nicht mehr. Ja, und viele Menschen, obwohl eigentlich alles an ihnen eine Gnade von Allah ist, sehen diese Gnade nicht und sind dann unglücklich, unzufrieden mit ihrem Leben, obwohl sie eigentlich alles haben, subhanallah. Die größten Gnaden überhaupt haben Gesundheit. Sie haben einen Geschmackssinn, sie können hören, sie können sehen. Gewaltige Gnaden, sie haben etwas zu essen, etwas zu trinken, einen vollen Kühlschrank und trotzdem sind viele Menschen unzufrieden. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er warnt uns vor dieser Einstellung, die eine Form von Kufr ist. Weil Kufr ist nicht nur Kufr al-Aqide, dass ich ungläubig bin, also nicht an Allah glaube, sondern es gibt auch den sogenannten Kufr al-Ni'ma. Was ist Kufr al-Ni'ma? Dass ich die Gnaden Allahs überdecke, sie nicht erkenne und verleugne. Und dieses Alhamdulillah, wenn mir sagt, guck dir doch mal an, was Allah gegeben hat, nicht aus dem Herzen kommt, sondern nur mit der Zunge gesagt wird. Und man nicht wirklich davon überzeugt ist, dass man mit Gnaden überhäuft wurde. Und unser Prophet sagt hierzu, انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو أسفل منكم. Entschuldigung. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. Schaut auf diejenigen, die unter euch sind und nicht auf diejenigen, die über euch sind. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Weil das hilft euch dabei, die Gnaden Allahs euch gegenüber nicht zu geringschätzen. Das hilft euch dabei, die Gnaden Allahs euch gegenüber nicht zu geringschätzen. Und genau diese Methodik verwendet Allah Ta'ala in Bezug auf die Quraysh. Sagt ihnen, guckt einmal, was ihr alles bekommen habt. Das ist nicht selbstverständlich. Und dann verleugnet ihr die Wahrheit. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Wehe an jenem Tag den Leugnern. Das sind jetzt drei Argumente gewesen. Ein historisches Argument, dann ein Argument, wo es sozusagen nochmal darum geht, aufzuzeigen, dass, wie gesagt, der Mensch niemals überheblich sein darf, wenn er wüsste, ja, wenn er weiß und sich bewusst ist darüber, woher er eigentlich kommt und dass diese Dunya in jedem Fall vergänglich ist. Und dann kommt nochmal dieses Argument mit den Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala. Und nachdem Allah ta'ala alles gesagt hat, beginnt die Sura jetzt zu wechseln. Und zwar von der Dunya zum jüngsten Tag. Und zwar ganz konkret. Allah Ta'ala, dieser Wechsel ist unglaublich, ist angsteinflößend. Er spricht plötzlich so, als würden wir jetzt auferstanden sein. Und zwar sagt Allah Ta'ala ab dem Vers Nummer 28 bis Vers Nummer 34. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Ganz klar gerichtet an die Verleugner. Zieht los zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Zieht los zu einem Schatten mit drei Verzweigungen. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Der kein wirklicher Schattenspender ist und nicht als Schutz gegen die Flammen nützt. إنها ترمي بشرر كالقصر. Sie wirft mit Funken wie Schlösser. كأنه جمالة صفر. Als wären sie gelbe Kamele. ويل يومئذ للمكذبين. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Allahu Akbar. Das ist wirklich angsteinflößend. Erst einmal spricht Allah Ta'ala sie an mit Argumenten und plötzlich geht die Sura über, ja, zu dem Punkt, wo die Mukazzibun, die Leugner, vor Allah stehen werden. Dem Tag der Auferstehung. Yawm al-Fasl, dem Tag der Entscheidung. Jetzt wird die Entscheidung getroffen. Und es beginnt mit einer Aufforderung, die aber nicht ernst gemeint ist, sondern in der es um eine Art Ironie geht. انطلقوا الى
ma kuntum bihi tukazibun. Zieht los zu dem, was ihr stets für Lüge erklärt habt. Zieht los, wenn ihr könnt, ja? Und geht jetzt hin zu diesem Ort, ja? Dem Höllenfeuer, wal'iyadu billah, welches ihr immer verleugnet habt, über das ihr euch lustig gemacht habt. Wie viele Menschen machen sich heute lustig? Ja, und hört das immer wieder von Leuten, die sagen so, ja, dann treffen wir uns in der Hölle und dann feiern wir Party in der Hölle. Boah. Stell dir das mal vor, diese Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, und jetzt hören sie diese Worte. Zieht los, geht. Jetzt zu dem Ort, über den ihr euch lustig gemacht habt. Geht zu dem Ort, den ihr verleugnet habt. Geht zu dem Ort, ja, wo ihr dachtet, das ist alles nur, weiß ich, es sind irgendwelche Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Und dann, انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Stellt euch mal vor, dieser Mensch, der jetzt dort steht, wie muss er sich fühlen? Wallah, das muss schlimm sein. Du hast dich die ganze Zeit darüber lustig gemacht. Du hast dich nicht interessiert. Du hast gedacht, das ist alles nur Quatsch. Und jetzt stehst du plötzlich davor und du weißt überhaupt nicht, was du sagen sollst. Sonst werden wir gleich sehen, du kannst nichts sagen. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Zieht los zu einem Schatten mit drei Verzweigungen. Was ist das? Dieser Schatten mit drei Verzweigungen. Es gibt unterschiedliche jetzt Erklärungen, was das bedeuten könnte. Es könnte sein, dass es drei Arten von Strafe ist. Dass sie sozusagen von einer Strafe zur anderen dann gehen werden. Es könnte aber auch sein, dass es sich wirklich um einen Schatten handelt. Einen richtigen Schatten. Ein Schatten, der eigentlich nichts anderes ist als der Rauch des Feuers oder das Feuer selbst. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ein Schatten, bei dem der Mensch eigentlich davon ausgeht, dass er dir Kälte spendet, dich vor der Hitze schützt, aber hier ist es genau umgekehrt. Es ist ein Schatten, der die ganze Sache noch heißer machen wird. Und deswegen Allah Ta'ala, er sagt an vielen anderen Stellen im Koran, أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Sie werden sozusagen ja von dem Höllenfeuer umgeben, von allen Seiten. Ja? لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. Über ihnen gibt es Schatten aus Feuer und unter ihnen gibt es Schatten aus Feuer. Surat Zumar. يَوْمَ يَخْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. An jenem Tag, wo die Strafe über sie kommen wird, von oben und von unter ihren Füßen, von allen Seiten. Das heißt, dieses wie falafi shu'ab könnte gemeint sein, dass die Strafe sie, dieser Rauch oder dieser Schatten, der eigentlich Feuer ist, sie von allen Seiten umgibt, sodass sie dem nicht entfliehen können. Und jetzt spricht Allah Ta'ala über diese Eigenschaften des Schattens. La dhalilin wa la yughni min al-lahab, der kein wirklicher Schattenspender ist und nicht als Schutz gegen die Flammen nützt. Innaha tarmi bi shararin kal-qasr. Allahu Akbar, sie wirft mit Funken wie Schlösser. Ein Schloss, stellt euch mal ein Schloss vor. Ein Funke, so groß wie ein Schloss. Sehr interessant, dass einige Mufassirun hier gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Grunde genommen sich auch hier in gewisser Weise, sie auch hier verspottet in gewisser Weise. Sie haben immer an ihren weltlichen Dingen festgehalten, ihren Schlössern, ihren großen Häusern. Und jetzt in der Hölle sind es diese Funken, die so aussehen wie ihre Schlösser, welche auf sie fallen werden im Höllenfeuer. كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ, als wären sie gelbe Kamele. Genau dasselbe. Kamele. Ja? Rote Kamele sind insbesondere sozusagen etwas Besonderes gewesen bei den Arabern. Und diese Funken sehen so aus wie gelbe Kamele. Was ist mit Sufr gemeint? Sufr ist von Asfar. Und Asfar ist nach den meisten Gelehrten Sufra. Sawad, hier Sufra, Sawadun Ya'lu, also Sawadun Ya'luhu Sufra. Es ist eine Schwärze, die durchzogen ist von einem Gelbton. Und genau so werden diese Funken des Höllenfeuers aussehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihnen auf, guck mal, das, wonach ihr gestrebt habt, weshalb ihr den Glauben abgelehnt habt, ja, das ist das, was euch jetzt im Höllenfeuer dann auch bestrafen wird. Und nachdem Allah ta'ala das gesagt hat, kommt wieder was? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Jetzt wird es doch deutlicher. Ja? Wehe an jenem Tag den Leugnern. Ja? Jetzt sind sie mittendrin.
Jetzt sehen Sie es mit Ihren Augen. Aynul Yaqin. Nein, nicht nur Aynul Yaqin. Haqqul Yaqin. Das ist die Wahrheit der Gewissheit. Es ist nicht mal so, dass Sie es nur sehen von Weitem, Sie sind mittendrin. Und es gibt ja drei Stufen von Yaqin. Ilmul Yaqin. Gewissheit, die auf Wissen basiert, die man in dieser Dunya erlangen kann. Ja, dass ich mich mit dem Koran beschäftige und dann zum Yaqin gelange, zur Gewissheit. Dann Aynul Yaqin. Die Gewissheit, welche auf den Bezeugen basiert. Ich habe es gesehen mit eigenen Augen, deswegen bin ich mir zu 100% gewiss. Und jetzt Haqqul Yaqin. Gewissheit, die auf der Wahrheit basiert. Und was ist damit gemeint? Dass ich das selbst spüre an eigenem Leibe. Ich bin mittendrin. Ich befinde mich im Höllenfeuer. Wa'l-Iyadu-Billah. Wailu yawma'idhin lil-mukadhibin. Und deswegen sagt Allah Ta'ala jetzt was. Es kommt der nächste Abschnitt. Es wird immer, also Allah Ta'ala beschreibt jetzt, ja, ihren Zustand. Hada yawmu la yantiqun. Vers Nummer 34. Das ist der Tag, an dem sie nicht reden werden. Wa la yu'zanu lahum fay'tadhirun. Und es ihnen nicht erlaubt wird, dass sie sich entschuldigen. Sie werden nicht reden können. An anderen Stellen haben wir, dass sie reden werden im Höllenfeuer. Die Gelehrten haben gesagt, es gibt verschiedene Abschnitte am jüngsten Tag. Verschiedene Phasen. In manchen Phasen wird man reden können, in anderen Phasen wird man nicht reden können. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns hier, in was für einem Schockzustand sie sich befinden. Sie sehen jetzt genau diese Strafe, welche sie verleugnet haben. Und sie können gar nicht mehr reden, selbst wenn sie reden wollten. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ. Und jetzt ganz wichtig, وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ. Es wird ihnen auch nicht erlaubt zu reden. Selbst wenn sie reden wollten und könnten, sie können nicht reden, weil es Allah ihnen nicht erlaubt hat. Weil an jenem Tag nur derjenige reden darf, dem Allah Ta'ala eine Erlaubnis dafür gibt. An jenem Tag kann nur derjenige Fürsprache machen, dem es Allah erlaubt. Und an jenem Tag kann nur derjenige etwas sagen, wenn es Allah ihm erlaubt. Kennt ihr diese Überlieferung, wo der Mann vor Allah stehen wird und Allah Ta'ala ihm sagen wird, du hast das und jenes getan, oh mein Diener. Dann wird er sagen, ja Allah, du bist doch der Gerechteste aller Gerechten. Du behauptest etwas, hast du Zeugen dafür? Subhanallah. Der Prophet lacht, als er das erzählt. Hast du Zeugen dafür? Und dann meint Allah, gut, ich bringe dir deine Zeugen hervor. Und sein Mund wird versiegelt, kann nicht mehr reden. Und wer fängt an zu sprechen? Seine Hände, seine Füße. Und sie erzählen alles. Er will reden, aber er kann nicht reden. Und nachdem sie alles berichtet haben, lässt ihn Allah wieder reden. Das Einzige, was er sagen wird, ist Tabbalakum wa ankum kuntu dafi'. Verflucht seid ihr und euch habe ich verteidigt in dieser Dunya. Und jetzt zeugt ihr gegen mich. Allahu Akbar. Und jetzt, wala yu'zanu lahum. Und es wird ihnen nicht erlaubt zu reden. Und jetzt ganz wichtig, dass sie sich entschuldigen. Faya'tadhirun. Was haben die am Anfang? Was ist die Aufgabe der Engel? Uzran au nuzra. In der Dunya hast du noch eine Entschuldigung. Du kannst dich noch ändern. Aber da kannst du dich nicht mehr ändern. Es ist vorbei. Und da sehen wir, wie schön der Koran immer wieder Bezug nimmt auf den Anfang der Sura. Dass es wirklich eine thematische Einheit ist. Am jüngsten Tag hast du keine Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Mach es jetzt gut. Jetzt hast du die Möglichkeit. Jetzt hast du die Möglichkeit, anzufangen zu beten. Jetzt hast du die Möglichkeit, anzufangen, ein guter Mensch zu sein. Ehrlich zu sein. Deine Sünden zu bereuen. Solange du noch in dieser Dunya bist, kannst du dich verändern. Und du kannst dich entschuldigen. Aber sobald du auferstanden bist, ist es vorbei. Wailun yawma'idhin lil-mukadhibin. Wehe an jenem Tag den Leugnern, die sich entschuldigen wollen, aber sich nicht entschuldigen können. Hada yawmul fasl. Jama'nakum wal-awwalin. Wir müssen ein bisschen schneller jetzt vorangehen, weil ich merke, es ist doch etwas länger, die Sura. Ja? Hada yawmul fasl. Jama'nakum wal-awwalin. Das ist der Tag der Entscheidung. Wir haben euch mit dem Früheren versammelt. Fa'in kana lakum kaidun. Fakidun, wenn ihr also eine List habt, so führt sie gegen mich aus. Wailun yawma idhin lil-mukadhibin. Yawm al-fasl haben wir auch am Anfang gehabt. Der Tag der Entscheidung, der Tag der Trennung, wo die Höllenbewohner von den Paradiesbewohnern getrennt werden. Wo alle Menschen, die Ersten und die Letzten, versammelt werden. Die Ins und die Djinn, ja sogar die Tiere werden auferstehen am jüngsten Tag. Und sie werden miteinander abbrechen und dann zu Staub werden. Allahu Akbar. Alle werden zusammenkommen. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, wenn ihr also eine List habt, so führt sie gegen mich aus. Ihr werdet alle versammelt sein, aber ihr könnt nichts tun. In der Dunya habt ihr viele Listen.
angewendet. Vieles. Und das ist eine Anspielung auf diejenigen, die Unrecht tun. In der Dunya konnte sie immer wieder gegen die Propheten vorgehen. Gegen die Leute der Wahrheit vorgehen. Gegen die Muslimin vorgehen, die versucht haben, Islam zu machen. Wir sehen das gerade ganz klar, ganz eindeutig in der islamischen Welt. Die Leute, die versuchen, was Gutes zu machen, werden eingesperrt. Einfach eingesperrt. Hingerichtet. Siehst du nie wieder, sehen ihre Familien nie wieder. Einfach so. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْتْ. Hier in dieser Dunya habt ihr einen Kate gehabt. Habt ihr die Möglichkeit gehabt, Listen auszuhacken, gegen die Guten vorzugehen, gegen die Gerechtigkeit vorzugehen. Aber am jüngsten Tag sah das vorbei. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Also es wird ihnen regelrecht Angst gemacht. Quraysh. Und jetzt kommt etwas anderes. Allah Ta'ala, er geht jetzt auf die Guten ein, auf die Muttaqin. Und auch hier bereitet Allah den Quraysh Angst, aber in einer anderen Weise. Er macht es ihnen schmackhaft. Wenn ihr euch ändert, könnt ihr zu ihnen gehören. Aber gleichzeitig, wenn ihr das nicht tut, dann müsst ihr auf all diese Dinge verzichten, die jetzt erwähnt werden. Und zwar in dem folgenden Abschnitt, Vers Nummer 40 bis Vers Nummer 44. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden sich in Schatten und an Quellen befinden. Genau das Umgekehrte. Die Höllenbewohner haben Schatten, aber Schatten aus Feuer. Sie haben Schatten, aber Schatten aus Feuer. Die Gottesfürchtigen, sie haben Schatten, aber dieser Schatten wird ihnen helfen. Und interessant ist, ja, der Schatten der Kuffar im Höllenfeuer ist in der Einzahl erwähnt worden. Will, ein Will. Sie aber haben Zilal, mehrere Schatten. Schatten am jüngsten Tag. Sieben Personengruppen werden am jüngsten Tag im Schatten stehen, an jedem Tag, an dem es keinen anderen Schatten gibt, als den Schatten Allah. Und dann viele Schatten im Paradies. Und dieser Schatten, ja, der wird ihnen Nutzen bringen. Warum? Weil dieser Schatten führt dazu, dass sie Wasser haben, Uyun. Nicht nur irgendein Wasser, sie haben die Quellen selbst. Sie sind an der Quelle. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala, was sie noch haben. Und bei dem, was dann am Ende, und bei Früchten von dem, was sie begehren. Alles, was sie begehren, bekommen sie. Und auch hier Früchte an Wasser. Aus dem Wasser entstehen Früchte. Und auf all das müssen die Mukezzibun, die Leugner, dann verzichten. Esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Gewiss, so vergelten wir den Rechtschaffenden, wehe an jenem Tag den Leuten, weil sie auf all das verzichten müssen. Interessant ist, Allah Ta'ala sagt, esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet. Und dann, gewiss, so vergelten wir den Rechtschaffenden. Zweimal wird das bestätigt. Du bekommst das Paradies nicht einfach so. Du musst dafür etwas tun. Es ist richtig. Wir werden das Paradies nur mit der Barmherzigkeit Allahs betreten. Nicht durch unsere Taten. Und trotzdem verlangt Allah von uns Taten, damit wir seine Barmherzigkeit erlangen. Und was sagt Allah Ta'ala? Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Die Barmherzigkeit Allahs ist nahe bei den Gutestunern. Wenn ich also Gutes tue, erlange ich die Barmherzigkeit Allahs. Tue ich das nicht und bin ich faul, dann werde ich die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlangen. وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Wer zu wenige Taten tut, dem wird seine Abschottung auch nicht helfen. Ich muss etwas tun. Ich muss bereit sein, mich einzusetzen. Ja, und dann werde ich auch diese Stufen erlangen. Und umso mehr ich tue, desto höher wird meine Stufe sein am jüngsten Tag. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern, die auf all das verzichten müssen. Und was bekommen sie? كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. Esst und genießt ein wenig, ihr seid ja Übeltäter. Ja, nutzt die Dunya aus und esst in ihr, aber sie wird schnell vorüber sein. Ja, weil ihr nämlich Verbrecher seid und Allah Ta'ala erwarnt sie. Und dann wieder, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Wehe an jenem Tag den Leugnern, ja, welche nur sehr, sehr kurz Spaß haben werden und dann lange weinen werden. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala in Surah Tabuk? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ oder يَفْعَلُونَ. Eins von beiden, ich will jetzt nicht falsch sagen. Also, so sollen sie lang, kurz lachen, aber lange weinen. Als Vergeltung für das,
was sie getan haben oder was sie erworben haben. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Wehe an jenem Tag, genau, wir sind gleich fertig, inshallah ta'ala. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Und wenn zu ihnen gesagt wird, verbeugt euch, verbeugen sie sich nicht. Diese Ayah hat nach einigen Gelehrten einen Offenbarungsanlass. Und zwar soll diese Ayah offenbart worden sein für die sozusagen bei den Thaqif, wir hatten es am Anfang gesagt gehabt, das ist wahrscheinlich aber nicht der Offenbarungsanlass, weil diese Ayah in Mekka offenbart wurde, sondern es wurde dann später dann sozusagen darauf bezogen. Und zwar, dass die Thaqif, als die den Islam abgelehnt haben und dann sozusagen in Medina gewesen waren, im Am al-Wufud, haben wir gestern darüber gesprochen, im Jahr der Delegation, im 9. Jahr nach der Hijra, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihnen diskutiert hat und dann haben sie versucht auszuhandeln, nicht beten zu müssen. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, la khayra fi dini, laysa fihi ruku'un wa la sujud. Es gibt nichts Gutes an einer Religion, in der es weder Ruku' gibt, noch Sujud. Und diese Ayah soll dann herabgesandt worden sein. Aber wahrscheinlich ist es schon viel früher herabgesandt worden und bezieht sich nur unter anderem darauf. Und wenn zu ihnen gesagt wird, verbeugt euch, verbeugen sie sich nicht. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich ein Muslim sein, wenn ich nicht bereit bin zu beten? Schaut mal, Allah Ta'ala, er spricht hier wen an? Die Kuffar, der Quraysh, welche den Glauben verleugnet haben, welche Allah als Mukadhibin bezeichnet. Und er sagt ihnen, er sagt über sie, wenn zu ihnen gesagt wird, sie sollen beten und anfangen zu beten, weil Ruku' ist ja sozusagen ein Teil des Gebetes, dann tun sie das nicht, weil sie entweder hochmütig sind und sagen, wir verbeugen uns nicht, wir können uns nicht verbeugen, wie auch immer. Und ich als Muslim, der mich als Muslim bezeichne, an Allah glaube, an den jüngsten Tag glaube, an den Koran glaube, vernachlässige mein Gebet. Subhanallah. Damit uns auch mal bewusst wird, wie schwerwiegend das ist, sein Gebet zu vernachlässigen. Und dass es keinen Glauben geben kann ohne Gebet. Was ist das für ein Glaube? Weil ich glaube doch an Allah. Wenn ich an Allah glaube, will ich auch eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und was ist dann bitteschön das für ein Glaube, wenn ich im Grunde genommen keine Beziehung zu dem haben möchte, an den ich glaube? Ein Widerspruch, ein klarer Widerspruch. Und deswegen, jemand, der sein Gebet vernachlässigt, der sollte über sich selbst nachdenken, ob er den Islam wirklich verstanden hat oder nicht. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Wehe an jenem Tag den Leugnern, jetzt kommt die letzte Ayah. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ An welche Aussage, an welches Wort nach diesem Wort, nach dieser Aussage wollen sie dem glauben? Ich meine, wenn mich das nicht überzeugt, diese Ayat, die so gewaltig sind, soll ich euch eine Wucht haben, was soll mich dann überzeugen? Dann gibt es nichts, was mich überzeugen kann. Dann liegt es an mir. Es liegt nicht an Allah. Es liegt nicht am Koran. Es liegt nicht am Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sondern ich bin selbst die Ursache. Ich muss nach dem Fehler bei mir selbst suchen. Es gibt viele Leute, die sagen, inshallah fange ich an, wenn Allah mich recht leitet. Allahu Akbar. Allah hat einen Propheten gesandt. Hat den Koran auf ihn herabgesandt. Der Prophet musste leiden. Die Sahaba haben gekämpft für den Koran, haben ihr Leben verloren. Und du sagst, wenn Allah mich recht leitet, er hat dich doch recht geleitet. Du bist in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Hast vom Kind auf an den Koran in dein Ohr gerufen gehört. Und die Adhan, die Iqama. Hast du immer nur Muslime um dich herum gehabt? Was willst du mehr an Hidayah, an Rechtleitung? Es liegt an dir, ganz allein. Wenn du nicht praktizierst, dann liegt es daran, dass du die Rechtleitung Allahs selbst abgelehnt hast. Weil sie ist zu dir gekommen. Was willst du mehr? Wenn mir jemand sagen würde, ein Nichtmuslim, der noch nie von Islam gehört hat, inshallah, wenn mich jemand rechtleitet, dann werde ich schon gewinnen, dann würde ich ihm sagen, okay, du hast recht, er kannte das nicht. Aber die meisten von uns sind doch in muslimischen Familien aufgewachsen. Was willst du mehr? Als dass Allah Ta'ala dir diese Gnade in die Wiege gelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. In deine Wiege gelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Es liegt immer nur an dir. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ An welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben? Das war die Sura. Es wird überliefert von Ibn Abi Hatim, von Abu Huraira radiallahu anhu. كَانَ إِذَا قَرَأَ وَالْمُرْسَلَةِ عُرْفَ فَقَرَأَ Wenn er وَالْمُرْسَلَةِ عُرْفَ gelesen hat und dann gelesen hat, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ Diese letzte Ayah, die wir gerade hatten, an welche Aussage nach dieser wollen sie denn glauben? قَالَ فَلْيَقُلْ So soll man sagen, أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلْ Ich glaube an Allah und an das, was er herabgesandt hat. أَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلْ Möge Allah Ta'ala uns festigen und zu jenen gehören lassen,
welche die Worte Allah subhanahu wa ta'ala auch verinnerlichen. Entschuldige, dass ich heute ein bisschen in die Länge gezogen habe, aber ich wollte die Sura auf jeden Fall noch fertig bekommen. Ja, also wir sehen, was für eine gewaltige Sura, was für eine schöne Sura, subhanallah. Und ich bin mir sicher, dass die meisten wahrscheinlich, ich meine, ich habe mich auch zum ersten Mal so intensiv mit der Sura auseinandergesetzt, und ich bin mir sicher, dass die meisten auch, wer sich wahrscheinlich zum ersten Mal so intensiv mit dieser Sura beschäftigen, aber wir sehen, was das für ein Schatz ist. Und wie schön es ist, sich mit dem Koran zu beschäftigen. Und wir haben einen Schatz, ja, aber wir haben diesen Schatz noch nicht wirklich geborgen für uns selbst. Und noch nicht wirklich entdeckt für uns selbst, ja. Und Alhamdulillah, wir können uns jeden Tag mit dem Koran beschäftigen. Er ist da. Wir müssen es nur tun. Möge Allah uns die Möglichkeit geben, dass wir inshallah den gesamten Koran so durcharbeiten, sagt Amin. Und dass wir inshallah die Worte Allahs besser kennen. Amin, Rabbil Alamin.